Herzlich willkommen zum BG Gesundheit. Wir stellen euch heute unseren Schwerpunkt vor. Hier lernt ihr jede Menge über den Aufbau und den Ablauf des Körpers sowie diverse Erkrankungen kennen. Hier lernt ihr quasi alles, was man dem medizinischen Bereich zuordnen kann. Und trotz des Schwerpunktes schreibt ihr bei uns am BG die zentralen Abi-Prüfungen und könnt anschließend natürlich sämtliche Studiengänge wahrnehmen. Unsere Fachräume sind gut ausgestattet. Das hier sind unsere Fachräume für Gesundheitslehre und Biologie. Wir Schüler arbeiten viel selbstständig mit Hilfe von Tablets, die wir auch oft benutzen. Wir haben an unserer Schule etliche Modelle, an denen man anatomische Zusammenhänge sehr gut sehen und nachvollziehen kann. Wie bist du hier angekommen? Braucht man Vorwissen? Ich bin hier sehr gut angekommen. Man braucht kein Vorwissen. Also ich wusste hier wirklich noch gar nichts von den Themen, die wir hier bearbeitet haben. Natürlich hört man immer wo mal irgendwas, aber du brauchst wirklich nichts. Und die Lehrer geben dir wirklich einen guten Einstieg, dir werden die Themen vorgestellt und du kommst hier wirklich super an. Was macht ihr thematisch in den Gesundheitsfächern? Also es gibt insgesamt 3 Fächer, Gesundheitslehre, Gesundheitsökonomie und Gesundheitsprävention. Aber Prävention wird dann in der 12 und 13 zum Gesundheitslehre-Grundkurs. Einmal Gesundheitslehre, das ist das Hauptfach, das wird 5-stündig unterrichtet. Also ihr habt es einmal die Woche 4-mal und einmal die Woche 6-mal. Dann nehmen wir die Hauptthemen durch. Ernährung, hormonellen Haushalt hatten wir jetzt ein ganzes Halbjahr lang. Knochen, Haut, Verdauung, wirklich total viel. Dann halt in Gesundheitsökonomie. Das wird 3-stündig unterrichtet die Woche. Das heißt, ihr habt es einmal 2-stündig und einmal 4-stündig. Das geht halt alles um Thema Ökonomie, Wirtschaft, die Gesundheitswirtschaft. Wir gucken uns auf jeden Fall die Versicherung. Also eigentlich dreht sich fast alles immer die Versicherung. PKV, GKV, was hat welche Vorteile, was hat das Gesundheitssystem, 4 Lücken, was ist ausbaufähig. Wir gucken uns ganz verschiedene Theorien an, was würde passieren, wenn. Und dann halt Prävention bzw. der ergänzende Grundkurs. Da wird halt alles nochmal so ergänzend zur Gesundheitslehre gemacht. Manchmal hat man so ergänzende Themen, das heißt, man erfährt nochmal mehr. Oder man nimmt halt nochmal neue Themen dran. Wir hatten jetzt beispielsweise das Nervensystem. Sucht hatten wir mal als Thema. Also wirklich viel. Wie wird der Unterricht gestaltet? Der Unterricht wird tatsächlich, also jetzt im Vergleich zur Mittelstufe, muss ich sagen, sehr unterschiedlich gestaltet. Natürlich, es gibt viel Frontalunterricht, man hat immer irgendwie Frontalunterricht. Aber die Lehrer gucken, dass wir viel Gruppenarbeit haben, so Stationsarbeit wird gemacht, dass man sich selber die Sachen erarbeitet. Wir machen auch wirklich vergleichsweise oft Präsentationen, halt damit wir uns darauf vorbereiten, das auch im Abi dann zu machen. Und auch Filme drehen haben wir schon gemacht. Das ist wirklich, wirklich viel, was man so unterschiedlichen Sachen macht. Welche Vorteile ergeben sich für dich? Ich habe halt später generell vor, irgendwas im Bereich Gesundheit zu machen. Und dadurch finde ich, dass das schon einen Vorteil hat, so wenn ich weiß, ja, was ist mit dem Körper und wie geht es mit den Krankheiten vor. Und ich denke auch, dass das bei einer Bewerbung eben sehr viel Vorteil bringen könnte. Man macht das Landesabitur, das heißt, also man hat immer noch das normale Abitur, man kann damit alles machen. Wenn jetzt jeder den Schwerpunkt Gesundheit macht und es dir überhaupt nicht gefällt,
du sagst, ach nee, bitte nicht, dann kannst du immer noch Kunst studieren. Wir hoffen, wir konnten euch unseren Schwerpunkt näher bringen und freuen uns, euch nächstes Jahr zu sehen.